Morgen. Ich muss gerade mit der anderen Kamera filmen. Ich hoffe, ich kriege das nachher noch zusammen. Weil ich mit der Kamera schon mal die ganzen Daten kopiere, was ewig dauern wird heute. Und ich habe mir doch gedacht, ja, sehe ich hier ganz wenige Hörnchen bloß morgens oder überhaupt aus dem Fenster. Wird wahrscheinlich super selten sein. Letztens war schon, also ich war am Samstag war eins hier. Und was ist besser als ein Hörnchen? Zwei Hörnchen. Da drüben hüpfen gerade zwei rum. Ich habe gerade mal eins gedacht, bist du ein Hörnchen? Ziemlich weit weg. Aber so am Ende der Wiese. Aber ja, jetzt hüpfen da zwei rum. Da wird das ein Montagmorgen gleich wieder ein schöner Morgen. Mensch, Mensch, ist hier ein Ding. Ist hier ein Ding. Oh, ich schlaf noch. Und ich bin gerade in einer Schulung, also Online-Schulung, geding sie, zum Datenschutz, also Selbstmodul zum Durchklickern. Hat mir gerade was notiert hier und gucke da raus und denke mir so, was seid ihr denn? Jetzt muss ich hier noch eine 2 reinschreiben. Zweimal. Ich schreibe mir das ja immer gerne in mein Bullet Journal, beziehungsweise ich klebe ja, ich kann es euch ja mal zeigen. Oh Gott, ich bin ja gerade dabei. Also ich schreibe mir ja immer, also klebe mir immer ein Hörnchen rein, wenn ich kein Hörnchen mehr habe, kommt von dir, von meinen Stempeln, ne? Hab ja da ein paar. Hörnchen rein, dann schreibe ich mir mit Bleistift eine 2 rein. Erstmal mit Bleistift, weil es kann ja sein, dass man im Laufe des Tages noch eins sieht. Gut, aus dem Fenster wird er wahrscheinlich nicht mehr zählen, weil da kann ich ja nicht unterscheiden, welche von den beiden. Wenn ich aber auf einer Runde oder so zum Beispiel noch eins sehe, dann kommt da noch eins rein. Halte mich für albern, aber das ist meine Hörnchen. Oh, das ist fertig mit Kopieren. Ging schneller als gedacht. Ach, das ist wieder dieses unscharf gedingen sie. Egal, ich mache da mal die Schule weiter. Ich habe keine Lust. Das ist so. Ach. Willkommen in meiner Mittagspause. Ich weiß ja auch, warum da hinten Hörnchen waren. Ich hatte mich vorhin einen gesehen, einen Magen gesehen, nicht ein Hörnchen, sondern der hat da irgendwas Futtermäßiges hingestrichen, mit so einem riesengroßen Sack. Ich habe schon gedacht, so, ne, nicht, dass es Gift ist oder so, aber das ist auch ein Schälchen oder sowas. Und die hängen ja auch überall so Kram, vielleicht ist es auch von dem. Das ist so ein, ja, irgendein Nachbar hier aus dem Nebenhaus. Ja, fände ich nett. Die beiden Hörnchen waren nämlich eben nochmal da. Ja, ja. Und haben sich dann nochmal Futter abgeholt. Ich habe erst eins gesehen, von irgendwo angerannt kommend. Und ja, dann kam das, habe ich gesehen, dass dann noch eins sitzt. Hui. So. Und ich habe in meiner Mittagspause gerade, also die ist schon fast vorbei. Ich bin nur ein bisschen vollgestopft, gerade Sekunde. Hoppala. Habe ich gerade festgestellt, ich schreibe ja gerade eine Kurzgeschichte für das Magazin Schreib was. Und habe gerade festgestellt, ich wollte einfach gucken, ich bin gerade völlig, ich weiß gar nicht, wie ich anfangen soll, passt auf. Ich habe ja schon eine Kurzgeschichte für Schreibwas geschrieben, beziehungsweise die veröffentlicht, denn die erscheint, nicht veröffentlicht, die erscheint ja jetzt im August. Jetzt im August, als wenn es jetzt morgen wäre. Egal, erscheint im August. Und ich wollte einfach mal wissen, wie lang ist die eigentlich? Was mache ich mit der Kurzgeschichte? Was mache ich überhaupt mit Kurzgeschichten? Wann sind Kurzgeschichten gut genug, um sie auch nochmal selber zu veröffentlichen, quasi? Wie lang sind die anderen Geschichten? Ich habe aber eine Übersichtstabelle mit allen Geschichten, die ich bis jetzt geschrieben habe und wie lang die sind. Und festgestellt, da sind welche bei, die sind sogar kürzer. Das heißt, die Geschichte, die jetzt im Magazin erscheint, ist knapp 3000 Wörter lang. Und es würde passen, wieder für ein kleinformatiges Taschenbuch und natürlich ein E-Book dann dazu. Was ich dann wahrscheinlich im nächsten Jahr veröffentlichen werde, weil erstmal möchte ich es mit dem Magazin machen. Vor allem, weil ich da, ja, wenn ihr über mich quasi das Magazin bestellt, ist die einzige Möglichkeit, wie ich daran was verdienen kann. Weil ich da einen Rabatt bekomme und wenn ich es dann eben für den regulären Preis verkaufe, verdiene ich ein bisschen was dran zumindest. Was ja schon mal schön wäre. Das heißt, ihr könnt euch gerne schon jetzt anmelden dafür. Ich weiß gar nicht, was das kostet, ich habe keine Ahnung. Ich habe noch kein Schreibwas-Magazin bekommen oder gekauft. Ich habe mich damit auch nicht weiter beschäftigt. Aber wie gesagt, wenn ihr meine Geschichte lesen wollt, im Moment nur ein Magazin und im nächsten Jahr dann definitiv auch zur, weiß ich nicht, irgendwann zur Urlaubszeit, weil es eine Urlaubsgeschichte ist, würde das dann als kleinformatiges Taschenbuch rauskommen. Ein E-Book, aber erst im nächsten Jahr. Und vielleicht, meine kleine Hoffnung ist ja, dass ich, wenn ich Magazine dann verkaufen könnte, also an euch, dass ich damit dann das finanzieren kann, dass es das Taschenbuch gibt und das Cover vor allem. Ja. Ja, ja, ja.
Es kostet mich nicht viel, weil Lektorat, alles wird ja vom Magazin schon gemacht, das ist ja nicht das Problem. Ist ja quasi dann fix und fertig. Das spare ich mir dann in dem Fall sogar. Und ein E-Book veröffentlichen ist ja nicht das Ding. Oder ich veröffentliche erst das E-Book und also wenn es nicht reichen sollte mit dem Einnahmen von dem Magazin, was ich ja verstehen kann, dass ich dann durch das E-Book das Taschenbuch finanziere. Macht das Sinn? Ich weiß es nicht. Naja, egal. Wir gucken mal. So. Oh, Gottes Willen, Entschuldigung. Und habe jetzt aber festgestellt, worauf ich hinaus wollte. Ich schreibe ja gerade eine Geschichte für das Schreibmagazin. Oder schreibe was Magazin, so. What? Moment. Mein Rechner anlässt, ne? Nehme ich. Ein Termin für morgen gestrichen. Ersatzlos. Nehme ich einfach. Okay. Jetzt bin ich ganz aus dem Konzept gekommen. Wenn man den Rechner schon wieder anlässt, ne? Oder anmacht, wenn noch nicht die Pause um ist. Egal. Jetzt muss ich wieder gehen. Hui. Auf jeden Fall schreibe ich gerade diese Kurzgeschichte. Und brauche nur noch 3000 Zeichen. Knapp, nicht mehr ganz. Und stelle dann fest, dass im Magazin, in einer anderen Kurzgeschichte für das Magazin der gleiche Name vorkommt. Und ich dachte echt noch, oh, nehme ich mal den Namen. Den hatte ich bestimmt noch nie. Nee, ist klar. Schade. Jetzt brauche ich also zwei Namen. Einen Nachnamen, beziehungsweise ich glaube auch einen Vornamen. Ja. Für einen Lehrer, beziehungsweise einen Referendar. Und einen Vornamen für einen Jungen. Toll. Großartig. Mist. Es sollte nicht der Buchstabe M sein, der kommt in der Geschichte schon zweimal vor. Ein M. Wenn ihr also einen tollen Namen habt, Deutsch bitte, einen tollen Namen habt, lasst es mich gerne wissen. Oder zwei tolle Namen habt. Und bei dem Jungen brauche ich bloß einen Vornamen. Bei dem Referendar brauche ich auch den Nachnamen, weil die reden ja ihn dann mit Herr sowieso an. Ist ja logisch. Die sagen ja nicht, hey Paul. Ja, genau. Ach, diese Namenssucherei immer, ehrlich, das ist. Und vor allem, ich habe dann immer durch ja, Instinkt, was auch immer, dieselben Namen immer wieder. Und ich denke, dachte wirklich, den Namen habe ich dann nicht benutzt. Ja, doch. Alles klar. Na gut, Namen ändern ist jetzt nicht das Problem. Ich schreibe erst mal mit dem Namen weiter, dann kann ich es hinterher alles ändern und dann ist Goodie. Aber ja. Vielleicht habe ich es heute auch noch zu Ende zu schreiben. Und dann bräuchte ich vielleicht noch mal Testleser? Ja, vielleicht. Wenn jemand Test lesen möchte. Wie gesagt, die Geschichte ist 20.000 Zeichen lang, also vielleicht 3000 Wörter maximal. Nicht wirklich lang. Vielleicht findet sich da jemand. Ansonsten will ich, dass es dann nächste Woche oder übernächste Woche möchte, dass es dann. Nee, Moment, Sekunde. Ich würde es liegen lassen. Bis nächste Woche. Nächste Woche nochmal überarbeiten. Und dann, wie gesagt, an Tester schicken für eine Woche. Und dann die finale Überarbeitung machen und abschicken. Klappt das? Zeitlich? Ja, ne? Müsste doch gehen. Also, angenommen, ich schreibe es heute fertig. Dann lasse ich bis Montag da liegen. Bis dahin. Ja, das passt. Das passt, das passt. Genau. Und wenn die nicht genommen wird, ich meine, das andere war auch für einen Wettbewerb, wo ich nicht gewonnen habe, dann trotzdem wurde sie veröffentlicht. Vielleicht wird es ja genauso sein. Mal gucken. Aber hätte ich auf jeden Fall wieder was, was ich veröffentlichen kann. Und wenn es nur Kleinigkeiten sind, ne? Kleinigkeiten zählen ja auch. Bei mir gibt es halt viele, viele Kurzgeschichten immer wieder. Nachher möchte ich auch unbedingt das Lektorat noch weitermachen. Und ich bin gerade.
Ich würde gerne gerade zwei Geschichten parallel schreiben. Obwohl ich noch Projekt Trosteis weiter überarbeiten müsste, sollte ja auch schon, also was heißt schon, es sollte ja im Juli erscheinen, Juli erscheinen, genau, was nicht funktionieren wird. Da schaue ich vielleicht gerade mal Itabo. Und dann wollte ich ja noch eine weitere Kurzgeschichte ausarbeiten, weil die ist ja auch fast fertig. Das ist jetzt Kurzgeschichte. Inzwischen ist sie ein bisschen länger geworden, glaube ich. Ich weiß gar nicht, wie lang die ist. Dann noch die andere Kurzgeschichte ausarbeiten. Und dann habe ich hier noch die Geschichte mit den Patreons und eine Überraschung für die Patreons. Brauche einen anderen Plan. Aber dann möchte ich eben gleichzeitig an zwei Geschichten schreiben, die im gleichen Setting spielen, die quasi nacheinander, also nicht direkt aufeinander folgend, aber schon so in die Richtung nacheinander spielen. Ja. Mein größtes Projekt quasi, das aus zig Millionen Bänden bestehen würde. Und dann kam mir gestern noch eine Idee oder so eine Hintergrundinformationsidee für ein anderes Projekt. Also die Ideen sind da, nur die Zeit fehlt gerade ein bisschen. Also irgendwie. Und die Motivation, das weiter zu machen, was ich schon angefangen habe. Okay, meine Pause ist um. Ich mach mal hier wieder weiter. Oh. Heute habe ich eine Schule für Datenschutz gemacht, so eine Online-Unterweisung. Jo. So ist. So ist, so ist. Naja. Gut. Mehr ist es mal nicht. Reicht ja auch, ne? Genug gesappelt. Feierabend. Und ich werde jetzt mal. Oh, ich habe vergessen, es auszuwerfen. Naja, gut. Ich werde jetzt mal versuchen, Geld zu tauschen quasi. Wer mein Budgetierungsvideo gesehen hat gestern, also für euch gestern, für mich kommt es heute noch online, der weiß, dass mein Automat da nicht so ganz freundlich zu mir war. Und ich versuche jetzt Geld wieder einzuzahlen und nochmal auszahlen zu lassen und hoffen, dass ich jetzt Geldscheine auswählen darf. Plingeling. Genau. So sieht's aus. Lass mich raten, wer das ist. Nein, Daniel. Och nö, komm, jetzt kein Tricky-Dicky-Ding sie hier. Ich will jetzt meine Runde machen und nicht jetzt irgendwie auf den Hasen warten müssen. Oh nee. Warte, Postleitzahl. Noch mehr als 10 Zustellstops. Das macht mich jetzt ein bisschen wuschelig. Schaffe ich das? Ja, ne? Weiß ich nicht. Bis zur Sparkasse brauche ich einen Moment. Ach nee, ey, komm. Und vor allem, es zieht sich ja mehr zu, es wird noch regnen und so weiter und so fort. Und. Mist. Was soll ich sagen? Nicht der Automat das blöd, sondern die, die es bedient hat. Bedient hat. Ich war die Dämliche. Es regnet draußen. Vorher ist schon ein bisschen getropft, so ganz vereinzelte Tröpfchen. Jetzt regnet es. Egal. Ich kann bei dem Automaten doch die Banknoten. Aber es waren nur 10 und 20er, die ich eintragen, aber ist ja egal. Reicht ja auch im Prinzip. Ich will ja lieber die kleinen Scheine als die großen Scheine. Beim anderen Automaten ging. Mehr. Ich glaube, das ist 100. Aber wie gesagt, 500 gibt es bei uns in der Sparkasse nicht. Ich weiß nicht, ob andere Banken 5er haben. Bei uns in der Sparkasse gibt es keine. Ja, so sieht's aus. Ich habe es jetzt getauscht. Ich habe es alles schick gemacht. Wie gesagt, das, was chaotisch ist, das kommt. Das ist das chaotischste Video ist dann das mit dem Wochenabschluss, was morgen zu sehen ist für euch. Kommt mal ganz durcheinander hier. Ist doch morgen, oder? Ja. Oder ich mach das noch morgen.
Ich glaube ja. Dann verschiebe ich die 90-Gänge, nee, die Outtakes nach hinten. Machen wir, dass es abgeschlossen ist und dann ist Goodie. Chaoshausen lässt grüßen, wie immer. Oh, ich freue mich schon, wenn ich gleich Schloss Einstein gucken kann, ganz ehrlich. Aber erst mal Video schneiden. Für mehr als ein Video. Und dann kommt Schloss Einstein und dann schaue ich im Vlog. Das ist ein guter Plan. Und dann wird gelesen, ganz viel gelesen. Ich konnte nicht in mein Hörbuch unterwegs hören, weil ich meine Kopfhörer nicht gefunden habe. Ich habe keine Ahnung, wo ich die hingeschmissen habe. Doof. So. Trinken mitnehmen. Ab aufs Bett. Lesen. Und ich habe das erste Mal Anzeigen bei eBay-Kleinanzeigen reingestellt. Ein paar Klamotten. Zwei Jeans, die ich nie gerne angezogen habe. Die eine ist von Anfang an ein bisschen eng irgendwie. Fällt irgendwie sehr klein aus. Und die andere war ursprünglich von meinem Vater und die ist sehr steif. Dann auch ein Pullover und zwei so eine komischen Loopschals, die ich nie getragen habe. Genau. Mal gucken, ob die jemand haben möchte oder nicht. Wenn nicht, kommen sie in Altkleider. Ich habe noch zwei andere Sachen aussortiert. Ah, seht ihr, ich kann. Das mache ich am besten gleich. In meinem Budget-Dingens da wieder ein Kleidungsstück anmalen. Weil. Wie viel mal so ein Ding hier anmalen, ist ja kein Kleidungsstück. Weil ich habe eine Hose aussortiert gerade. Die schwarze. Also habe ich keine schwarze Jeans mehr. Oh Gott. Die eine ist mir kaputt gegangen und die habe ich ja von Anfang an nicht gemocht, weil die von Anfang an ein bisschen ja so eng und unbequem einfach war. Und ja, deswegen habe ich sie jetzt auch aussortiert. Macht ja dann keinen Sinn. Ja, und dann kann ich mir von dem Geld, was da reinkommt, wenn was verkauft wird, kann ich mir neue Klamotten holen. Also neue schwarze Jeans als erstes. Das ist wichtig. So was brauche ich. Wenigstens eine reicht ja auch eine aus. Muss ja nicht hunderte sein. Ich hatte ja immer, naja, fast immer zwei. Am Anfang war es eine und dann war es immer zwei. Und dann wurde eine ausgetauscht gegen die jetzt, aber die ist doof. Ich glaube, es ist 2 Jahre jetzt oder so. Aber die war nie gut. Habe ich super ungern angezogen. Ja. Ich wollte die halt eh gleich wieder aussortieren, weil ich dachte, das ist ja erst neu. Was ja Quatsch. Wenn es doof ist, ist es doof, ne? Hatte meine Mutter mitgebracht, ohne dass ich es jetzt angeprobiert habe. Von daher, ja, ist so. Gut, dann male ich ja schnell mal so ein Dingelchen aus und dann geht's hier ans Lesen. Ich möchte doch bitte endlich Layers auslesen. Ich habe vorher schon im Chat weitergelesen, also der Chat, ne? Beim Essen. Und jetzt werde ich Layers lesen. Ich habe nicht mehr viel. Wie viele Seiten sind es noch? Ist so komisch geschrieben. 181, ja. Also noch 60 Seiten. Muss das so schaffen sein, oder? Ist doch nicht viel. Ich meine, wir haben schon 19 Uhr, also es wird wahrscheinlich auch nichts werden. Spätestens morgen muss ich endlich zu Ende lesen. Und dann ein, zwei anderen Bücher lesen. Dann müsste ja auch demnächst noch Warcross ankommen. Ich weiß noch nicht. Ich glaube, mit dem fange ich nicht gleich an. Ich glaube, ich habe woanders mehr Lust habe. Was wird erfahren, wenn es ist?